und für die armen Menschen auf YouTube 2 Tage später bin ich wieder da für alle anderen. Liebe Leute, schön, dass ihr im Stream dabei seid. Freut mich. So, die Piratenverräter sind wieder zurückgekehrt oder auch nicht. Euch ist schon klar, dass ihr jetzt schon wieder dabei drauf geht, weil ihr euch mit mir rumfühlt. Weil du bist schon ein bisschen vehementer, ne, Herr Tüftler? Aber gut, hast du selber für dich entschieden. Ach ja, ich muss ja noch das bei dem anderen das Serum abholen. Darf ich nachher wahrscheinlich hier wieder zurück, um den Captain da umzubringen oder so. Hier gab es irgendwo das Serum, ne? Nee, also nicht das Serum, aber irgendwo den Bruce, der das besser nicht mehr haben sollte. Dann schlüpfen wir mal eben schnell hier hoch. Gucken, ob wir uns an denen vorbeischleichen können, weil wir müssen nicht sinnlos Menschen umbringen, oder? Mal gucken, ob er uns vorbeilässt. Ja, schon, ihr nicht. So, hallo, guck mal da. Der Piratenwaffenträger kommt auch direkt eins auf die Nase. Warum liegt ihr euch nicht mit Leuten an, die genauso stark sind wie ihr? Also, immer auf den armen Droiden. Das finde ich voll gemein. So. Du bist der, der da so wichtig ist. Hallo! Oh, du willst wirklich... Okay, ich habe mir deine Forschung geklaut. Ich wäre auch bissig. Und... Oh shit, und die halbe Sekunde zu spät losgesprungen. Jetzt brenne ich schon wieder. Nicht so lustig. Aber hey, was will man machen? Also verbrutzelt werden passiert halt. So. Oh. Okay, das Forschungsserum irgendwo abgeben. Ich könnte mal eben hier stehen bleiben und auf der Karte gucken, wo ich denn hin muss. Also eigentlich muss ich hier nur raus. Das da hinten abgeben. Hier gibt's ein Dingens. Ach ja, laufen wir mal, würde ich sagen. Vielleicht kommen wir auch ohne großes Firlefanz hier raus. Das wäre natürlich klasse. Hier an der Seite vorbeigeflitzt. So, hier auf die Karte geschaut und na ja gut. Das ist jetzt blöd. Ich könnte jetzt dahin laufen. Ich könnte auch eben die Schnellreise benutzen. Ich benutze mal eben die Schnellreise. Dann fliege ich mal eben zu dem Punkt. Ich habe jetzt keine Lust, also die ganze Zeit bis da hinten hinzulaufen. Das ist mir so ein bisschen weit, gebe ich zu. Also auch so sinnlos weit laufen. So, da war irgendwas. Thank you.
Ui, eine neue Stufe. Okay, so Erfahrungsschübe sind natürlich total komfortabel. Habe ich noch irgendwas da? Mit dem Commander reden. Der ist bestimmt oben in dieser Station. Oder? Der Commander. Da, ne? Der ist bestimmt da oben. Das sah doch da eben gerade so unglaublich nach Kommandobrücke aus. Dann denke ich, halt, nicht wieder runterlaufen. Vermutlich ist der irgendwo hier. Oder auch nicht. Doch, ist er wohl. Sie ist da. Wenn ihr irgendwelche Fragen über die Militäroperationen auf... Verzeiht mir, Jedi. Ich habe jemanden von eurem Orden erwartet. Habt ihr nicht mein Team bei der Ender Spire gerettet? Ja. Ihr seid diejenige, bei der ich mich melden soll, nicht wahr? Ja. Ich weiß eure Dienste für mich und die Republik zu schätzen. Die Daten von der Ender Spire sind für die Kriegsbemühungen der Republik von unschätzbarem Wert. Lieutenant Carlso erzählte mir von Nahaufnahmen der imperialen Kriegsschiffe. Oh. Die Ausbreitung der Sith zu verhindern ist meine Lebensaufgabe. Genau wie meine. Vielen Dank für eure Dienste. Der republikanische Geheimdienst wartet schon seit dem Ende der Bombardierung auf diese Daten. Ja, dann haben wir doch was richtig gemacht. Wir nehmen uns mal wieder so eine hübsche Kiste, die ich mir nochmal genauer angucken muss, was ich damit dann später machen kann. Ich würde sagen, wir nehmen mit dem Schnellreisepunkt, oder? Da ist aber keiner mehr zwischen. Da laufen wir mal hin. Hey, der Serum ist ja wichtig. Rennen wir mal schnell. Vielleicht geht das wirklich... gar nicht, dauert es gar nicht so lange, wie ich gedacht habe. So, Flitz. Oder ist das diese Piratenhöhle, wo ich gerade schon war? Das kann natürlich sein. Nö, oh, ist auch ganz leicht. Ich kann einfach dem Hauptweg hier folgen. Da kann ich mich auch nicht verlaufen. Da bin ich ja schon mal schon ein bisschen ungeschickt drin. Aber gut. Ach nee, die republikanischen Droiden, da muss ich ja nicht aufpassen, dass die mich fressen. Aber ich brauche echt so einen Gleiter, ne? Das wird ewig. Ganz dringend. Das kommt mir hier gar nicht vorwärts. Ich muss mal echt nachschauen, was so ein Gleiter kostet. Hallo, wo ist denn das archäologische Artefakt? Ich bin blind. Stimmt, hier vorne auf der Ecke liegt hier so total super sichtbar. Oder auch nicht. Na, ist egal. Ich mache mich mal lieber erst auf den Weg dahin. Ah, das ist ja da, glaube ich. Ah, nee. Schade, sah so aus. Hab ich gedacht, oh, doch. Okay. So. Nein. Die Forschungsebene? Wo finde ich denn den Zugang? Ist bestimmt hier unten. Nö. Irgendwo geht es hier zur Forschungsebene. Ah. Du bist bestimmt die Forschungsebene. Oh nein. Ich sollte dagegen was tun. Dass der mir nicht auf die Nase haut. Point out. So.
geht's eigentlich weiter? Bin ich hier richtig? Ihr seid alle infiziert. Ich muss sehr vorsichtig sein. Fürchte ich. Und das war nicht der richtige Zugang. Piratenschutz, es tut mir leid. So. Bin ich hier richtig? Piratenmedizin. Nö, irgendwo gibt es einen anderen Zugang zu diesem. Und ich finde den nur nicht. Ahaha. Nö, da wahrscheinlich nicht. Der ist bestimmt hier unten drunter. Der geheime Zugang zu der Forschungsebene. Ich laufe mal hier vorne vorbei und guck mal, ob ich hier irgendwo runterkomme. Du willst also wirklich gegen mich kämpfen. Es tut mir leid. Ich hätte dich am Leben gelassen. Aber du wolltest mich ja angreifen. Hier geht's auf jeden Fall runter. Also. Dann hauen wir uns einfach mal, würde ich sagen. Dann gucken wir, dass wir hier einen Weg runterfinden. Irgendwie ein Weg hier runter. Also, naja, gut. Autsch. Der Weg hier runter war gar nicht so schwer. Ich glaube, der Weg hoch. Skrupellose Rakgule. So, die sind skrupellos. Oh. Das sind nicht nur Rakgule, die sind sogar skrupellos und geifern. Frage, wenn ich jetzt hier reingehe, sind da noch mehr Gude oder nicht? Ja, ich laufe hier eben einmal drauf. Das ist auch ein bisschen blöd eigentlich, aber. Eben ein hässlicher Rakul. Oh Gott! Die sind auch noch hässlich hier. Ich mache das Spiel schon blöde nach. So, hier noch eben den. Oh, der ist ja groß. Ein gigantischer Rakku. Der hat sogar echt. Zapp. Jetzt kommt er. Den einmal auf die Nase hauen. So, sind schon gar nicht mehr so viele. Und wir können unsere Archäologie-Fähigkeiten zeitgleich auch noch mal ein bisschen aufbessern. Und jetzt brauchen wir nur noch mal eine Handvoll Rakgule. Gibt es hier keine mehr? Doch, noch ein skrupellosen. Ein Geifernen. Gab's. Jetzt kommt noch ein Geifernen. Okay, dann. Das ist ein merkwürdig, aber okay. Hey, lassen wir das mal so sein. Ich weiß nicht, ob das an meiner Internetverbindung oder so liegt, dass die immer so spät reagieren. Oh, das ist ein Heldenbereich. Oh, oh. Na gut. Ich hoffe mal, dass wir das überleben. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich
hätte die gar nicht draußen alle platt machen müssen. Hier drin sind also noch genug. Oh, 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 okay, die nächsten. Hässliche Raku. Ja, die mal zuerst mal, weil du hässlich bist. Versuchen wir uns einfach mal hier runter zu schleichen. Was knurrt denn da? Die hässlichen sind gar nicht so schlimm. Oh, da hinter mir leuchtet irgendwas blau, aber die hässlichen sind schon ein bisschen stärker als die anderen. Jetzt der Geist war. So, da hinten leuchtet was blau. Das könnte natürlich das sein, was wir suchen. Vielleicht ist es die Piratenmedizin. Das Rakuseum. Okay, ist es. Jetzt müssen wir nur gucken, dass ich hier ordentlich rauskomme. Gibt es noch irgendwas anderes hier? Hier sind nur so viel von den Viechern. Aber wir müssen ja nicht mehr welche von denen töten, wenn es nicht notwendig ist, würde ich sagen. Dementsprechend flitze ich mal hier raus. Oder gibt es hier eine Aufgabe? Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe? Nö. Ist alles erledigt. So. Dann muss ich euch leider mal einmal eins auf die Nase hauen, alle. Um zu gucken, wie ich denn hier wegkomme. Das ist immer so ungeschickt, wenn man einfach irgendwo runterspringt. Flip, einmal runtergesprungen und ja. Und weg. So. Ja, der gigantische ist echt Arbeit. Dem gehe ich mal aus dem Weg. So. T7, spielst du mit irgendwem oder was? Nee, gut. Dann lass uns mal gehen und schauen, was die nächste Aufgabe ist hier. Okay, hier gehen wir mal durch, mal gucken. Wenn ihr uns nicht angreift, greifen wir euch nicht an. So, guck mal, was die nächsten. Okay, nur noch hierhin zurückkehren. Na gut. Oh, wieder so eine lange Laufgeschichte. Aber machen wir einfach mal. Und ich. Nee, ich gehe jetzt gleich echt mal gucken. Oder weiß irgendjemand von euch im Chat, was so ein einfacher Gleiter kostet? Das wäre natürlich noch sehr praktisch. Dann weiß ich, ob ich mir das schon leisten kann. Und ob sich das lohnt, zurück zum Marktplatz zu gehen oder so. Das ist eine Abkürzung? Weiß ich nicht. Ich laufe mal den Hauptweg entlang. Das wird bestimmt nämlich nicht besser mit diesen ich laufe von A nach B und von B nach A oder so. Das ist bestimmt nachher noch mehr und größere Distanzen und so. So, irgendwer möchte doch gerne was. Ach ja, hier, Frau Doktor. Frau Doktor, Rakul Sünde.
erledigt. Willkommen zurück. Analysieren wir die Proben und sehen wir mal, was wir da haben. Der Macht sei Dank für die gute tharisianische Lagerungstechnik. Ich war nicht sicher, ob man nach 3 Jahrhunderten noch etwas damit anfangen kann. Während wir warten, sind diese Proben mit einem Preis behaftet, von dem ich wissen sollte? Eine Abmachung mit den Piraten vielleicht? Nein. Hallo. Klick, klick, klick. Es gab Schwierigkeiten, aber die Macht war mit uns. Ihr sagt das so leicht. So, da haben wir es. Die Seuche ist so virulent, da muss man nicht lange warten. Schlechte Nachrichten. Das Serum, das ihr beschafft habt, mag vor 300 Jahren gewirkt haben, aber seither ist die Rakul-Seuche mutiert. Na toll. Das Serum wirkt nur bei Patienten mit einem ungewöhnlich starken Immunsystem. Wie sorgen wir dafür, dass es gegen die heutigen Rakgule wirkt? Für den Impfstoff bräuchten wir einen glücklichen Überlebenden mit Antikörpern gegen die moderne Mutation der Seuche. Bisher hat niemand überlebt, aus ganz offensichtlichen Gründen. Aber das Serum könnte uns jetzt helfen. Wenn ich jemanden infizieren könnte, jemanden, den das Serum schützen würde, könnte ich die Antikörper entnehmen und einen Impfstoff herstellen. Ich denke, es ist die ansteckendste Krankheit im bekannten Raum. Ja. Ich brauche jemanden mit sehr guten Heilkräften. Jemanden, der fast täglich verletzt wird. Es sollte jemand sein, der schon Messerstiche, Schusswunden, Gift oder Infektionen oder sogar alles überlebt hat. Oder jemand, der seine Körperfunktionen gut unter Kontrolle hat. Zum Beispiel ein Jedi. Mhm. Na Doktor. Gut. Ich bekomme nicht jeden Tag die Gelegenheit, Milliarden von Leben zu retten. Ich bin dabei. Also ich... Und ich hatte schon eine Ansprache vorbereitet. Na gut. Ein Sanitätsdroide, CB-084, beobachtet die Rakgule im Freien. Er kann die Antikörper beschaffen und mögliche Komplikationen verlangsamen. Wenn ich euch das Serum gegeben habe, müsst ihr es ausprobieren. Lasst euch von den Rakgulen angreifen und... Wir werden sehen. Injiziert das Serum. Dann gehe ich. Genau, also bevor wir da jetzt lange rumhampeln mit. Ich hoffe, die Macht wird mit euch sein, denn die Wissenschaft ist am Ende. Du bist ermutigend. Also, nee. So funktioniert das nicht, Frau Doktor. So. Eigentlich wollte ich ja zurück, ne? Aber na gut, komm. Einmal eben ein Rakul-Angriff. Ja, T7, das ist schön, dass du mich beschützen willst. Also steht da gerade hinter meinem Kopf quasi. T7 gleich aktiviert, aktiviert Sanitätsprotokoll. So, irgendwo gibt es hier Ragude wahrscheinlich. Und dann machen wir mal schnell... So, Rakgule. Hallo? So, bin ich jetzt, oder? Oder bin ich das nicht? Nee. Auch so einen großen, die anderen hau ich in einmal kaputt. Außerdem greifen die mich an. Na gut, pass auf, machen wir so. Okay, hat funktioniert.
T7, wie sieht's aus? Der Kampf da hinten. Oh, der braucht da echt Hilfe. Ich dachte... Okay, oder auch nicht mehr. Komm, wir gehen wieder zurück. Und dann schauen wir einfach mal. Hier war der Rückweg, oder? Ich kann mich hier echt verlaufen, obwohl die Karte echt schön aussieht. So, eben schnell gucken, dass ich mich nicht lande. Nein, nicht. Ist die umgezogen? Ey. Das ist aber gemein. So haben wir nicht gewettet. Ich habe gedacht, ich müsste nur noch hier hin. Aber ich muss ja so oder so dahin. Dann kann ich nämlich die weite Reise machen. Dann ist ja ganz gut. Also mit dem Taxifahren ist, glaube ich, einfach deutlich komfortabler. Oh, ups. Eben schnell gucken. Hier ist nur... Irk. Karte. Der ist ja toll. Mal eben gucken, ob ich da irgendwo hinkomme. Erinnerung. Mechanisierte Reisen, ja, sind nur für offizielle Geschäfte. Das ist, glaube ich, dieselbe Richtung, wo ich hin müsste. Dann ist doch in Ordnung, dann machen wir das mal. Fliegen wir ein kleines Ründchen. Dann schauen wir einfach mal.